Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Und ich laber nicht lang rum, wir steigen... Oh, Moment, wir sind ja bei 160, obwohl wir schon viel mehr Folgen als 160 haben. Moment, jetzt bin ich verwirrt. 1, 6, 0. So, jetzt geht's. Wir haben schon wesentlich mehr als 160 Folgen. Was haben wir heute? Heute haben wir ein paar komische Sachen dabei. Nicht das hier? Nee, doch. Nee. Oder? War das das hier? Nee. Ist ja auch egal. Fangen wir an mit einem Flugzeug von Bleihit, aber nicht auf dieser Strecke. 9 kleine Triebwerke. 9 sind besser als 1, heißt das. Bin jetzt mal gespannt, weil ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das so viel besser ist. Also klar, natürlich wird es schneller, aber das Problem an den kleinen Triebwerken ist, glaube ich, dass die ein ziemlich beschissenes Leistungsgewicht haben. Also jetzt so rein von der subjektiven Einschätzung. Also Leistungsgewicht in dem Sinne oder schlechtes Leistungsgewicht, sehr schwer, dafür relativ wenig Schub. Ich glaube, da sind die Größen besser. Boah, das schiebt aber ganz schön, ey. Ist ein interessantes Design, also fett, also wie so ein fetter Pfeil quasi. Vorne ganz, ganz kleine Spitze. Und hinten dicke Flügels. Ich hätte nicht erwartet, dass das so gut fliegt bei dem Design. Aber ich lasse mich natürlich wie immer gerne eines Besseren belehren. Funktioniert sehr gut. Mal gucken, wie schnell das wird. Könnte man irgendwie... Also so rein vom Design her müsste das viel schneller fliegen, weißt du? Das sieht richtig schnell aus, aber es wird nicht richtig schnell. Ich schätze mal Maximalgeschwindigkeit irgendwo bei 1150 Meilen pro Stunde. Vielleicht ein bisschen weniger. Ich versuch's mal, wobei. Auf Meereshöhe. Ist bei... Moment, mal komplett waagerecht machen. Ah, da ist irgendwie bei 1030 Schicht im Schacht, würde ich jetzt mal sagen. Ah, geht. Geht, 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 geht. Aber 1040 wird wohl das Maximum sein. Vor allem, guck mal, bei den bisschen Lenkbewegungen, die ich da mache. Warte mal, ich lasse das jetzt einfach mal so. Es wird nämlich immer schneller. So, und jetzt reißen wir es mal in die Kurve. Dann nehmen wir mal einen Joystick aus. Boah! Na, das ist zu schnell für... Wobei, es geht eigentlich. Also man kommt schon ordentlich mit voran mit dem Ding. Es erinnert mich an irgendein Flugzeug, das ich kenne. Kann aber auch sein, dass ich das hier, also nicht an, es erinnert mich nicht an echtes Flugzeug, aber es erinnert mich an irgendwas anderes. Weiß nur nicht mehr an was. Hat das irgendwelche Waffen eigentlich bei? Nö, brauch's auch nicht, meiner Meinung nach. So. Und es ist relativ stabil. Der ganze Motorblock hinten fast vollständig noch intakt gewesen. Also ganz cool. Aber ich glaube, ich persönlich hätte andere Triebwerke genommen. Aber das ist natürlich eine Geschmacksfrage. So, als nächstes haben wir den Double Wing. Nochmal von Bleihit, also zwei Stück von Bleihit. Mit rotem Laser quasi. So, ich starte mal das Flugzeug. Irgendwie sind da Raketen drin versteckt, habe ich gelesen. Ja, 3 Infernos und 2 Guardians sind da drin versteckt. Okay, die kann man aber einfach so abfeuern. Interesting. Die kann man einfach so abfeuern. Also das mit den Doppelflügeln habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, finde ich eigentlich immer eine ziemlich coole Idee. Hat die Kamera, hat die Rakete eine Kamera? Nee, leider nicht. Treffe ich, treffe ich. Treffer. Aber ich könnte mir vorstellen, also die sind ja jetzt wirklich zusammengepappt. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich relativ schwer ist. Würde mich mal interessieren. So. Und jetzt kümmere ich mich mal
mit den Infernos um die Kollegen da unten. Oh, mir fällt gerade auf, ey, mein Nacken tut gerade mega weh. Ich sitze momentan im Büro total beschissen. Ich habe nämlich nur einen Laptop, keinen Bildschirm und starre immer nach unten. Das kotzt mich total an. So, 1, 2. So, die haben mich erfasst. Fuck. Wollte gerade sagen, die haben mich erfasst. Wollte eigentlich noch ausweichen. Ich habe den zweimal getroffen. Mit 2 Schuss sinkt der doch, oder? Hat der Schieflage? Oder fährt der Drecksack weiter? Kann es nicht genau erkennen. Geh nochmal auf... Wie habe ich denn das genannt? Kreuzerannäherung, genau. Da war ja was. Wir hatten das ja mal als Challenge quasi ausgerufen. So, die Infernos anschmeißen. Ich gehe mal ein bisschen auf Sinkflug. Oder auf Konturflug, besser gesagt. Ich weiß nicht, ob die mich dann schlechter treffen. Das Ding fliegt perfekt geradeaus. Das ist ganz geil. Also man kann wirklich sehr, sehr niedrig anfliegen. So, Raketen sind leer. Oh, da kommen sie. Fuck, und da haben sie mich schon wieder erwischt. Weil den Penner habe ich versenkt, du Lutscher. Diesmal ist er auch komplett am Arsch, sonst wäre nämlich dieses Kästchen noch da. Also hier wäre noch ein Kästchen. Der läuft! Nicht schlecht, also vor allem, dass das so mega krass gerade ausfliegt, finde ich sehr, sehr gut. Da wisst ihr ja, bin ich großer Freund von, weil es mein Fliegerleben extrem vereinfacht. Naja, als nächstes haben wir F1 Soak vom Bavarian Biker. Ich hoffe, der gute Zuschauer ist noch da. Ist jetzt auch schon wieder fast 3 Wochen her, wo er das eingesendet hat. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das immer mal ein bisschen frustrierend für Neueinsender ist, wenn ihr Zeug als nicht kommt. Aber so ist es halt leider, dass wir mittlerweile so eine krasse Verzögerung haben. Aber ich mache da jetzt nicht nochmal ein Fass auf. So von wegen, mach doch mal längere Folgen. Nö, mache ich nicht. Alter, was da denn los? Okay, leider WASD zum Steuern. Für was ist das hier? Okay, ich mache mal nur 20% Schub. Auf jeden Fall gute Einzelradaufhängung, glaube ich. Ich glaube, das war auch der Grund, warum er es mir geschickt hat. Irgendwas stand da in der Nachricht mit dabei. Uiuiuiui. Ich gehe mal kurz... Meinte, ich muss mal die Chase View richtig ausrichten. Hoppa. Ah. Die Einzelradaufhängung funktioniert, glaube ich, oder? Scheiße. Nochmal. So, also, Chase View. Oh, ich hoffe, dass ich jetzt mal ein bisschen von der Strecke schaffe. Es liegt nicht so gut in der Kurve, aber die Aufhängung funktioniert ganz okay. Glaube ich. Mal gucken, wie schnell das Teil fährt. Alter, das geht ordentlich ab, aber ich glaube, ich muss die... Ich glaube, ich weiß jetzt, für was die Rotators sind. Ich glaube nämlich... Genau, die sind nämlich für den Spoiler vorne. Ich habe den jetzt mal nach unten gerichtet, damit ich mal ordentlich Traktion bekomme, damit er nicht wieder abhebt. Deswegen, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert und... Boah, krass, ey, der klebt jetzt sofort krass vorne auf der Straße. Das war nach unten, ne? Ich mache das mal nicht ganz so schlimm nach unten. Also, Aufhängung funktioniert auf jeden Fall. Da kann man nicht schmeckern. Da kann man nicht schmecken, Kollege. So, und jetzt gehen wir mal langsam Speed. Alter, schon bei 20% sind wir bei wahrscheinlich 200 Meilen pro Stunde.
Und jetzt lenkt sich das auch echt fein, das Teil. So, wenn ich hier raus bin aus diesem Graben. Nehmen wir mal ordentlich Stoff. So, 100%. Scheiße, die Kurve kriege ich never. Ich müsste rausfahren aus diesem Krempel hier. So, ich bin draußen. Bisschen das Ding wieder nach unten stellen. Boah, Alter, geht das ab. Also für die erste Einsendung respektabel schon mal. Jetzt schiebt es aber ordentlich über die Hinterachse, über die Vorderachse raus. Jetzt muss ich kurz überlegen, ist das untersteuern oder übersteuern? Übersteuern, oder? Nee. Schreibt's mal in die Kommentare. Das schiebt über die Vorderachse raus. Was ist das? Untersteuern oder übersteuern? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt sind wir fast bei 300 Meilen pro Stunde. So. Ah, Mist, das war zu viel. Es lenkt sich zwar dann besser, aber es hebt sofort ab. Und jetzt zieht es volle Möhre nach rechts, weil uns der Spoiler auf der Seite fehlt. Oh, fuck. Das hat's zerlegt. Also das ist richtig nett gemacht. Wie ist denn die Aufhängung gemacht? Hier haben wir so ein Bein. Hier haben wir ein Bein. Hier haben wir einen Dämpfer. Hier haben wir einen Dämpfer. Ganz schön kompliziert, ey. Aber trotzdem ganz cool. Ich sehe gerade, der Spoiler vorne ist ein bisschen zu weit unten, oder? Guck mal, was da für ein Abstand ist. Das ist ein bisschen viel des Guten, oder? Wobei ich mich mit Rennwagenbau mal so überhaupt nicht auskenne. Also das ist jetzt nur eine Vermutung. So, was haben wir noch? Von Mafia Bear haben wir mal wieder was. Das war auch schon länger her, dass wir da was hatten. Ein Go-Kart-Plane. Lol. Ein fliegendes Go-Kart. Bin mal gespannt, ob wir das von hier direkt starten können. Aber es fährt auf jeden Fall schon mal auf der Strecke. Das ist gut. So, noch die Triebwerke gezündet. Oh mein Gott. Das dachte ich mir schon. Ne, dann schmeiße ich die direkt mal mit an. Aber das funktioniert nicht schlecht, ey. Oh, komm schon. Komm schon. Ich glaube, der Weg ist einfach zu kurz. Gehen wir mal auf eine lange Piste. Dann können wir mal testen, wie lange es wirklich braucht. Wir können vor allem mal testen, wie schnell das wird. Oh, warte mal. Cockpit. Hat auch ein cooles Cockpit. Joa, geht. Aber einen coolen Sitz. Startet das von alleine? Scheint nicht so. Aber das Ding wird ordentlich schnell, ey. 270 sind wir jetzt. Und abheben. Ich wollte gerade das Fahrwerk einfahren, aber ich glaube, das geht nicht. Nein. Macht ja auch keinen Sinn. Oh, das fliegt aber ganz schön gut dafür, dass das ein aerodynamischer Albtraum ist. Wobei, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Luft wird ja hier vorne so drüber geleitet. Das fliegt gar nicht mal schlecht. Dafür, dass es halt eigentlich überhaupt nicht zum Fliegen gemacht ist, so ein Go-Kart. Das fliegt gar nicht mal schlecht, das Ding. Ah, schade. Ich habe gedacht, Mist. Ich wollte mal kurz was ausprobieren. Ich habe gehofft, dass ich... Warte mal, ich will mal kurz was testen. Kriege ich das Ding nur hoch mit Hilfe des Motors und der normalen Rädchen? Ich wollte eben mal testen, ob ich irgendwie kurz auf dem Boden auftitschen kann und dann weiterfahren kann oder fliegen kann. Oh, das wird kritisch, glaube ich. Oder? 200 Meilen pro Stunde, langt das? Naja, noch nicht ganz. Ah, immer noch nicht ganz. Ah, scheiße, ich muss das Triebwerk zuschalten. Oder die Triebwerke, besser gesagt. Ah, aber so viel hat da gar nicht mehr gefehlt. Ich schätze mal, so bei 220 Sachen hebt das Teil ab. Ah, es hat geklappt. Es hat nochmal geklappt. Das ist cool. Das kann ich immer so tun, als wäre das so ein bodennahes Flugzeug. So ein Ekranoplane. Oder wie die Dinger heißen.
mit dem Bodeneffekt fliegen, beziehungsweise sie versuchen mit dem Bodeneffekt zu fliegen. Das wurde ja ein paar Mal probiert in der Vergangenheit, aber so richtig funktionieren tun die Dinger nicht. Zumindest nicht wirtschaftlich. Wahrscheinlich könnte man das heute locker machen, aber warum sollte man? Wir haben viel geilere Technologien mittlerweile. Ich warte ja darauf, dass irgendwann mal sowas existiert wie Repulsor-Lifts auf Star Wars oder... keine Ahnung. Das ist jetzt so, was... Die erste Serie ist Science-Fiction-Serie, wo mir das so einfällt. Und die Repulsor-Lifts aus Star Wars. Wo dann auch die X-Wings mit in die Luft gehievt werden. Und die TIE-Fighter und wie sie nicht alle heißen. Das finde ich mal ganz geil. Also wenn es sowas irgendwann mal geben würde... Ich fände es mega, aber das ist wahrscheinlich so eine Geschichte, wo erstmal Science Fiction bleiben wird. Ich bin ja mittlerweile der Meinung, es gibt immer so ein paar Sachen, wo man sagt, nee, das geht nicht und bla bla bla. Zum Beispiel Personenbeamen oder sowas. Klar, das ist nicht nur eine technische Frage, sondern auch eine philosophische Frage. So nach Motto, wenn man das technisch könnte, wäre es immer noch dieselbe Person, die am Ende rauskommt. Was ich generell sagen wollte, jetzt habe ich gar nicht geguckt, von wem das hier ist. Moment, dann reden wir weiter. Von Blyhit. Hat man 3 Stück von Blyhit heute, okay. Auf jeden Fall, ich bin der Meinung, dass man heute nicht mehr sagen sollte, ah nee, das ist nicht möglich. Weil daran glaube ich nicht mehr. Wir haben, oder die Menschheit hat so vieles möglich gemacht, was wir vor ein paar Jährchen oder vor 100 Jahren noch für absolut unmöglich gehalten haben. Einfach, weil wir es noch nicht besser wussten. Das ist ja immer so. Solange wir es nicht wissen, wie es geht, ist es erstmal absolut unmöglich. Ja, und dann kommt irgend so ein Schlaumeier drauf, wie irgendwas geht, und dann geht's auf einmal. Sie haben ja dieses billige Beispiel, das mittlerweile ausgelutscht ist. Dafür müsste man ja eigentlich irgendwie 5 Euro ins Phrasenschwein werfen. Beim Fliegen. Man hätte vor... Moment, wir haben jetzt 2016. Ich sag mal, vor 150 Jahren oder vor 200 Jahren hat da noch keine Sau dran gedacht, dass wir irgendwann mal innerhalb von ein paar Stündchen von Frankfurt nach New York fliegen. Oder... in den Weltraum oder schlag mich tot. Zum Beispiel immer diese, was mich halt immer beschäftigt, diese Diskussion, ob wir interstellar mal reisen können oder interplanetar mal sinnvoll reisen können irgendwann mal. Heißt es immer, oh nee, ist nicht möglich, bla bla bla. Nee, zum momentanen Zeitpunkt ist es nicht möglich, aber ich bin mir so unfassbar sicher, dass wir in 1000 Jahren oder vielleicht sogar früher oder vielleicht auch ein bisschen später von mir aus locker zum nächsten Sternensystem fliegen können. Ist nur eine Frage des des Wann und nicht des Ob. Und das ist meiner Meinung nach bei allen technischen Überlegungen so. Gut, Zeitreisen, das ist ja so eine Sache, aber bei allem anderen, wo es zumindest schon mal Theorien gibt, wie es gehen könnte, wird es auch irgendwann gehen. Wenn wir die Technologie dazu haben, meistens ist es ja vor allem so eine Energiegeschichte. Wenn irgendwann mal Kaltfusion oder generell erstmal die Fusion funktioniert, dann haben wir schon auf jeden Fall weniger Energieprobleme. Da können wir uns auch ein paar neue Sachen einfallen lassen, die einfach total viel Energie fressen. Und bis dahin ist es halt unmöglich, aber es wird nicht unmöglich bleiben. Wir Menschen sind schon ziemlich einfallsreich. Zwar vor allem in Sachen... irgendwas kaputt zu machen. Aber wir sind ziemlich einfallsreich generell, was Technologien angeht. So, aber jetzt erstmal hier zum Privatjet von Blyhit. Ja, der fliegt ziemlich gut. Fliegt halt, wie so ein Privatjet fliegen sollte wahrscheinlich. Nur was mich immer noch ein bisschen stört an Simple Planes, ist, dass man so Steine in den Weg gelegt bekommt, um ein ordentliches Cockpit zu bauen für ein Flugzeug, das eine relativ einfache Form hat, weil das ist immer schwierig vorne anzubringen. Man könnte da, wenn man das Flugzeug viel größer bauen würde, dann könnte man da eine ordentliche Konstruktion reinbauen. Aber das Flugzeug ist ja jetzt relativ schmal. Ich finde es auch mega schwierig, dann vorne ein gescheites Cockpit reinzubauen.
Ich finde, da sollte noch ein bisschen irgendwas passieren. Aber naja. Aber das Ding fliegt echt nicht schlecht. Vor allem von der Geschwindigkeit ist das, glaube ich, auch relativ realistisch, ne? Irgendwie 500, 600 Meilen pro Stunde. Das ist schon in Ordnung, glaube ich. Wahrscheinlich geht das Teil auch noch auf 700 hoch oder so. Ja. Gute 700 Meilen pro Stunde mit ein bisschen Sturzflug drin. Oder Sinkflug ist ja kein Sturzflug, aber... Also 650. Das ist eine ordentliche Reisegeschwindigkeit, würde ich mal behaupten. Das macht das Ganze auch halbwegs realistisch. Also ich finde es ganz cool, das Flugzeug. Nur die Farbgebung ist irgendwie so ein bisschen uninspiriert. Aber naja, was haben wir noch im Angebot heute? Als letztes noch einen LKW 2.0 von DAX. Der hat uns ja schon mal einen LKW geschickt. Ah, das sieht doch mal ordentlich aus. Das letzte, da muss ich einfach mal sagen, der letzte war echt kacke. Der sah nicht gut aus. Das hier sieht doch schon wesentlich besser aus. Auch hier zum Abkoppeln mit einem Detacher. Da kannst du Stützen ausfahren. Das sieht auch schon mal sehr ordentlich aus. Das gefällt mir ganz gut. Aber erstmal losfahren. Ah, Leute, bitte gewinnt euch an mit WASD. Ich habe keinen Bock, immer Shift und STRG zu drücken, wenn ich fahren oder bremsen will. Das nervt. Da ist das Auto ein bisschen schnell. Ich mache mal nicht so viel Schub, sonst ist es so krass. So, jetzt bin ich mal hier gespannt. Was noch sinnvoll... Oder? Moment. Ah, nee, das ist sogar gemacht worden. Okay, das ist gut. Ich wollte gerade sagen, zum besseren Steuern hätte man da quasi noch einen kleinen Rotator hinpacken können. Aber das hat er sogar gemacht. Den sieht man da nämlich noch. Das ist eine sehr gute Idee. Aber ich hätte den Winkel, in dem sich das Teil bewegen kann, hätte ich ein bisschen größer gemacht. Aber das fährt schon mal überhaupt nicht schlecht. Das ist schon mal gut. So, jetzt tun wir mal so. So, wir sind jetzt bei einer Firma angekommen. Kappeln wir das Ding mal ab. So, erstmal Gruppe 1 aktiviert. Okay, da passiert irgendwas. Was ist da gerade passiert? Was ist das hier? Was tut das? Ich weiß es nicht. So, Blinker ist die 2, 3 ist rechter Blinker. 4 ist oben blinken. 5. 6. 6 ist abkoppeln. 7 fährt die Stützen aus. Darauf habe ich gewartet. Aber warum denn so weit hinten? Und vor allem, was ist das hier? Was hat sich hier bewegt? Das verstehe ich noch nicht so ganz. So, jetzt haben wir das Ding abgekoppelt und jetzt machen wir einen Abgang und drücken mal richtig auf die Tube. Irgendwie, obwohl das Ding so einfach designt ist, finde ich, sieht das hier ganz cool aus. Weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich es cool. Hat Style. So, und jetzt brettern wir, wenn wir es überleben, brettern wir mal volle Möhre in den Anhänger rein. Moment, ich muss mal kurz Schub wegnehmen. Wenn ich da gleich nämlich den Bordstein hochfahre, explodiert die ganze Scheiße wahrscheinlich. So, ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. So, und jetzt gehen wir mal ordentlich Stoff. Ich bin mal gespannt, vielleicht fahren wir auch unten drunter durch. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie hoch der Abstand zum Boden vom Anhänger war. Oh mein Gott. Da darf ich nicht zu viel lenken. Ich muss einfach geradeaus drauf zufahren. Komm schon. Ich habe da irgendwie das Cockpit verloren. Das ist ein Rückwärtsgang. Nein. Schade. Jetzt will ich aber mal was gucken. Das ist ja ein Tanklaster. Ist da auch was zum Tanken drin? Ah ne, das kann... Ah, scheiße. Das sind gar keine Fuselag-Blöcke, dann kann man da auch nichts zum Tanken reinstecken. Aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Schade, weil ich glaube, dann wäre das Meer explodiert, oder? Oder explodiert Benzin bei dem Spiel hier? Wobei Benzin explodiert ja gar nicht. Was da immer in Hollywood-Filmen explodiert, ist ja das Gas. Benzin an sich ist ja
naja, gar nicht so gut entzündlich, sondern es sind ja eben die Gase, also von wegen hier Zigarette an der Tankstelle und sowas. Da brennt nicht das Benzin. Wenn du Benzin auf dem Boden hast und wirfst eine Zigarette rein, geht die mal schön aus, die Zigarette, aber die Dämpfe, die brennen. Ordentlich sogar. So, und ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüssi.